könnte natürlich sein, dass jetzt wieder so ein paar Bienen runterkommen, die meinen, mich dann ordentlich von hinten durchzunehmen. Ne, aber da gebe ich jetzt einfach mal einen feuchten Schiss drauf. Na, na, gib mir was. Gib mir was. Ja, Geld, Geld. Oh, Geld, 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 Geld. Kennt ihr die Folge von SpongeBob mit den kleinen, hier, Mr. Krabs, Krebs, Keks, Krebsen, Krebse. Ich hab's doch gewusst. Falscher Knopf. Ah, nein, nein, ich war doch, ja, guck zu, du behinderter Scheißhund. Ah. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Mal wieder eine Folge, die ich jetzt aufnehmen werde. Wir stehen hier schon mal feuchtfröhlich an irgendeinem Ort, weil ich jetzt schon mal ein bisschen weitergespielt habe. Ich bin, ich glaube, 10 Meter weiter nach unten gegangen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ja, jetzt kommen wir wieder Animal Crossing. Also im letzten Part, da habe ich ja ein bisschen lang übertrieben mit einer Eule gequatscht. Mache ich auch im echten Leben immer und so. Ihr wisst Bescheid. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, jetzt machst du mal wieder eine Folge. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo ich renne. Genau, hier kann ich rennen. Ich wollte eigentlich gerade mein Haus finden, aber da habe ich es schon gefunden, weil ich einfach cool bin. Haben wir Post bekommen? Wir haben Post bekommen vom Museum. Boah, ich bin so cool, ey. Ich wollte erst speichern gehen, weil ich dachte, das tut nicht automatisch updaten, weil ich habe ja den letzten Save State gerade geladen, den ich letztes Mal gespeichert habe, und da bin ich nicht irgendwie schlafen gegangen oder so. Deswegen dachte ich, muss ich jetzt nochmal schlafen gehen und die Zeit ein bisschen umstellen. Aber wenn es auch so geht, dann soll es mich auch nicht jucken, ne? So, da ist mein Inventar. Ein bisschen blöd finde ich das immer, dass man das einschicken muss, damit man überhaupt Post bekommt oder Fossile. Boah, übel krass, ey. Warum habe ich so wenig Bilder? Hallo? Ja. Ja, 10 Bilder. Es ist so cool. Was geht denn jetzt? Alter. Hallo. Ja, beruhig dich. Hm, ist klar, ne? Nur wenn ich dann Post, nur wenn ich dann Geschenke hebe, ne? Dann leckt's. Ist, ja. Das ist mal wieder so sinnlos. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, cool. Oh, cool. Wunderbar, Dinosaurier-Ei. Die sind ja fast so groß wie meine. Oh, nein. Und das ist ein kleiner. Nee, Scherz, das wollte ich jetzt gar nicht irgendwie gerade preisgeben. Genau. Ich könnte ja mal ein bisschen Miete abbezahlen, damit wir unser Haus ein bisschen erweitern können, denn das ist irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen klein. Ich habe nicht mal ein Bett. Wie kann ich denn eigentlich dann speichern? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich irgendwie so Start drücke, keine Ahnung, wie ich speichere. Wo ich voll, ah, nee, hier an dem Dildo da. An dem kann ich speichern und alles um. Wir gucken mal kurz. Wir gucken mal kurz, was er so auf Lager hat. Welcome to me, how may I be existence. Okay, kann man speichern, Sachen einlagern, andere Sachen machen und nichts. Was kann man, was sind andere Sachen? Eine Tür verändern, eine Massage machen, nein, eine Nachricht senden oder setzen, keine Massage. Ich, so dumm bin ich auch nicht. So, ich möchte mal gerne was an die Tür machen. Post Patterns, Remove Patterns. Ach so, cool, ich kann jetzt was an die Tür klatschen. Oh, wunderschön. Wunderschön. Ey, das sieht so geil aus. Schöner geht's nicht, oder? Jetzt habe ich so einen weißen Fleck an der Tür. Nicht zweideutig denken. Nicht zweideutig denken. Das ist nur ein weißer Fleck. Das ist nur ein weißer Fleck, Leute. Hat denn der Tomlock noch offen? Ihr müsst wissen, gerade zu meiner Zeit ist es 19.11 Uhr. Und normalerweise hat er eigentlich bis 20 Uhr offen. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ich denke mal, ich werde jetzt auch eh nicht wirklich hier mal so eine Stunde irgendwie dauerhaft zocken. Deswegen schaffen wir das noch hier.
Ich könnte mir einen Kescher holen. Habe ich denn einen Kescher? Habe ich denn schon einen Kescher? Nee, habe ich nicht. Leute, wollen wir uns mal einen Kescher kaufen? Ich könnte gleich mal wirklich ein bisschen Mieter bezahlen beim lieben Tom Nock. Ne? Dann kann er uns wenigstens gar nichts mehr. Dann bin ich nicht mehr verschuldet. Dann bin ich sehr toll und cool und labere mich nicht zu. Ich will dir gleich meine Fossile andrehen, die ich irgendwie im Boden gefunden habe. Keine Ahnung, warum wir hier auf dem Boden so viele Fossile haben. Ich kann es euch nicht sagen. Nö, es ist halt einfach so. So. Ich habe was Schickes für dich. Nein, jetzt habe ich wieder zurückgedrückt. Wo mache ich denn das jetzt? Da und da und da, sauber. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich dafür jetzt kriege. Ja, 3700, das ist gar nichts. Ich dachte, ich kriege mehr. Du Abzocker. Hallo, da ist ein Dinosaurier-Ei dabei. Vielleicht schlüpft das ja noch aus, dann würde ich das zerfressen. Das wäre voll cool. Ich würde ja jetzt gerne ein paar Möbel kaufen. Aber irgendwie bringt das nichts, denn der hat nur Scheißmöbel. Ich kaufe mir nicht so einen Klassenraumstuhl. Also da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber ich denke mal, wenn wir auch Sachen verkaufen, dann wächst er irgendwann und wird größer und hat dann eine größere Auswahl und sowas. Und da freue ich mich schon drauf. So. Ich möchte jetzt gerne mal gucken. Nein, meine schönen Blumen. Ich darf die... Na! Boah, bist du wahnsinnig. Du hättest beinahe eine Blume zerstört. Diese schönen Blumen, die kann man doch nicht einfach zerstören. Du Fiesling. So. Wie viel muss ich denn noch bei Tom Nock abbezahlen? Habe ich überhaupt schon was abbezahlt? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist schon viel zu lange her. Hallo. Du wirkst so nett auf mich. Mail a letter, deposit, save a letter. Genau, das müsste, hier, du weißt schon. Hey, Battlefield 3, Download fehlgeschlagen. Willst du mich verarschen? Warum denn? Warum? Ich hab gar nichts gemacht. So, ich würde sagen, 6000 zahle ich mal ein, damit ich noch ein bisschen über habe, falls ich mir irgendwas kaufen will. Dann haben wir schon mal ein bisschen abbezahlt wenigstens. Und dann muss ich nur noch 11000 abbezahlen. Das geht ja dann noch. So langsam kommen wir immer näher so ein bisschen dran, unser Haus zu erweitern. Leute, ich möchte übrigens mal heute, oder ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen heute mit euch über das neue Animal Crossing, was ja bald rauskommt. Das sind ja nur noch ein paar Monate. Ich wollte euch fragen, da ich jetzt keine 3DS-Aufnahme hier Karte habe oder sowas, wo du mit aufnehmen kannst, oder ich habe auch irgendwie einen 3DS-Emulator, gibt es ja noch nicht. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ich das vielleicht mit einer Kamera aufnehmen kann oder soll, weil ich wollte das ja unbedingt wirklich dann Let's Playen, auch wenn es dann rauskommt. Und ich versuche es auf jeden Fall so gut aufzunehmen, dass man dann so noch sagen kann, ja, das kann ich mir noch anschauen, das sieht noch ganz okay aus. Ne, also, ich sag mal, ich leg das einfach mal, ja, ich werde dann schon mit dem Mikro dann sprechen, ne. Aufnehmen tue ich dann mit meiner Kamera, halbwegs in Ordnung dann, in HD und so natürlich. Ja, und dann, ne, liegt es dann an euch, ob ihr das wirklich so sehen wollt, oder ob ihr überhaupt ein Animal Crossing Let's Play dann davon sehen wollt, ne. Lasst es mich einfach mal wissen, ne. Denn ich denke mal, das kommt dann um einiges besser an als das hier. Gerade auch, weil es neu rauskommt. Und ich freue mich aber drauf, weil da gibt es so viele neue Sachen. Und ich will einfach mal gucken, ne, wie das denn so ist, wie die das umgesetzt haben. Und da bin ich echt schon ganz neugierig drauf. Muss ich hier gerade mal sagen. Was für Items habe ich denn eigentlich? Oh. Den habe ich ja gefunden. Kann das sein? Ich weiß nicht, warum ich gerade einen mit mir trage. Also so einen Geldsack. Und hier habe ich schon mal ein April-Ticket. Die bringen uns aber relativ wenig, weil ich nicht so oft aufnehme. Aber scheiß drauf. Das Spiel läuft gerade ein bisschen schwammig. Komm mir irgendwie so vor. Was mache ich eigentlich hier? Keine Ahnung. Ich habe immer noch keine Angel, ne?
Das ärgert mich gerade irgendwie ein bisschen. Das ärgert mich. Hier gibt es doch keine Insekten, die ich fangen kann. Ich kann nur die ganze Zeit mit der Schaufel rumwedeln und irgendwelche Löcher ausputten. Ich fühle mich wieder wie als ob ich gerade im Kindergarten bin. So sieht der Typ auch aus mit seinem rote-rosa Bäckchen. Ich habe auch manchmal welche, ne? Finde ich krass. Hi, Nadu. Wie geht's dir? Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen an Bäumen schütteln? Ist bestimmt lustig. Ich würde mal so gerne angeln. Was machst du da? Hey! Dafür muss ich aber erstmal meine Schaufel weglegen. Sonst sieht es gleich so aus, als ob ich die Bäume mit meiner Schaufel vergewaltigen will. Aber das ist ja... Das ist ja nicht so, ne? Es könnte natürlich sein, dass jetzt wieder so ein paar Bienen runterkommen, die meinen, mich dann ordentlich von hinten durchzunehmen. Ne, aber da gebe ich jetzt einfach mal einen feuchten Schiss drauf. Na, na, gib mir was. Gib mir was. Ja, Geld. Geld. Oh, Geld, 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 Geld. Kennt ihr die Folge von SpongeBob mit den kleinen, hier. Mr. Krabs, Krebs, Keks, Krebsen. Krebse. Ich hab's doch gewusst. Falscher Knopf. Ah, nein. Nein, ich war doch... Ja, guck zu, du behinderter Scheißhund. Ah, ich war doch fast drin, ey. Oh, ich wusste es. Warum denn? Ey, das war vielleicht der 10. Baum und ich krieg gleich schon voll den Elliptischen. Der Hund hält es auch nicht für möglich oder für nötig, mir mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Nee. Lass den mal schön von den Bienen abgestochen werden. Tut ja auch gar nicht weh oder so. Ich könnte gleich nochmal, ich nehme nochmal kurz meine Schaufel, da war gerade nochmal ein Loch, was ich ausbuddeln will. Oh, wieder ein Fossil. Ich muss irgendwie an Geld rankommen. Ich würde ja echt gerne wirklich hier nochmal ein paar neue Möbel kaufen. Aber irgendwie... Hey! Ist das gerade ein bisschen doof? Das geht ja nicht. Der hat ja immer nur ein Möbelstück, ne? Dieser Tom Nock. Und, ich weiß nicht. Es ist meistens irgendein Tisch oder sowas, den ich nicht brauche. Oder irgendein Gartenstuhl oder irgendwie sowas. Ich meine, wer kauft sowas? Oder ein Klassenstuhl, ey. Habt ihr mal auch irgendwie was anderes gefunden als irgendwelche Pullover oder T-Shirts? Ich habe schon genug irgendwie. Also ich denke mal, ich sag mal kurz, was ich noch in diesem Let's Play vorhab. Es ist nicht mehr allzu viel. Ich will ein bisschen Kredit abbezahlen, euch nochmal irgendwie hier das und das zeigen, aber wirklich lang möchte ich das nicht machen. Na, ich meine, das kann man echt ausdehnen, man kann da hier so viel machen, ne? Aber im Grunde genommen ist das ja... Ich drücke immer die falschen Knöpfe! Im Grunde genommen... Ich drücke eigentlich immer irgendwas. Hauptsache, der rennt dann. Auch wenn es die falschen Knöpfe sind. Ja, eigentlich im Grunde genommen ist das alles dasselbe. Hier. Ne? Aber was willst du machen? Jetzt brauche ich schon wieder eine Schaufel... Kannst du dich auch mal entscheiden? Ja, schon wieder was gefunden. Und jetzt muss ich die Schaufel wieder wegtun. Simsalabim. Schütteltime. Jetzt wird ordentlich erstmal durchgeschüttelt. Hihihihihihihi. War ich hier nicht schon? Ja, ich war hier schon. Ich habe schon alles durchgeschüttelt. Nee, doch nicht. Ich habe Geld gefunden. Geld, 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 Geld. Geld, ich drücke die falschen Knöpfe, Mann. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt habe ich mich beruhigt.
Alter, wie viele Fossile, ne? Das ist so unglaublich. Ich habe aber keine Post mehr, die ich einpacken kann. Das tut in der Seele weh, wenn man keine Briefe hat. Oh. Hammer. So, wieder 100. Es ist zwar irgendwie gar nichts, aber... egal. Ich möchte ja eigentlich so ein Blatt finden, also so ein Möbelstück. Denn der Tom Nock, der Olle, der verkauft ja nur Scheiße. Wie komme ich denn eigentlich wieder hoch? Ich will wieder hochrennen. Ja, genau, Mann. Oh. Renn tue ich ja hier. Leute, aber irgendwann habe ich das nochmal hinbekommen, ne? Irgendwann kriege ich das nochmal hin. Die richtigen Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt zu drücken. Ein Baum und noch ein Baum und noch ein Baum. Ich liebe Bäume und da kam Geld runter. Sexy. Voll Geld geil. Oh. Mit einem Controller zu spielen, das wäre um einiges toller als hier mit einer Tastatur zu zocken. Aber ich muss es mir ja immer schwerer machen, als es schon ist. Hallo Baum. Dich nenne ich Günther. Ich pups gleich mal einen Baum an. Weil ich finde das toll. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Voll Ernst und so. Mein Name ist Ernst. Dr. Franz Bauer Ernst. Hi, na? Du Baumi Baum, Mensch, Baum, wie geht's dir? Das Geld vergraben. Das muss ich mir angeln. Natürlich mit Schaufel und ohne Angel, angel ich mir jetzt dort Geld. Hammer! So, komm zu mir. Übrigens, umso mehr Geld man in der Tasche hat, umso größer sind dann die Beutel. Ich glaube, die kann man bis zu 10.000 stacken. Meine ich. Oder 100.000 waren das? Ich weiß nicht mehr. Sieht auf jeden Fall dann ziemlich lustig aus. So. Irgendwo hier auf einem Müllplatz waren noch so ein paar Zettelchen. Die nehme ich mal mit und dann schreibe ich dem Museum nochmal ein paar Briefe. Ein paar gelbe, grüne, pinke Briefe. So. Museum. Ist es okay? Natürlich. Ohne Nachricht und so. Einfach mal einen Brief schicken. Ist ja auch irgendwie voll sinnvoll. So. Das geht eigentlich relativ schnell. Oh nein, ich habe mich verdrückt. Wenn man weiß, wie es geht. Okay. So. Boah, habe ich viele. Übertreib halt. Ich hoffe, das gibt wenigstens ein bisschen Geld. Ich stehe natürlich mit meinem Auge, ne? Das voll zerstochen ist und so. So. Dich werde ich löschen. Man kann doch, glaube ich, mehrere markieren. Also bei dem Spiel geht das noch. Bei Wild World geht das nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ist halt so. Guck hier, ich kann alle markieren. Das finde ich echt um einiges leichter. Und dann kann ich alle löschen. Und dann sparen wir ein bisschen Zeit und Platz und das ist eigentlich dann ganz okay. So. Ich glaube, ich muss mir gleich nochmal den anderen Zettel klauen. Wie schön, dass die Leute immer ihre Briefe auf die Müllhalde schleppen. Das mache ich auch immer. Und so arm wie ich bin, nehme ich mir die dann natürlich, ne, und schreibe dann an die Post ein paar E-Mails. So. Wie viele noch? Ein noch. Übrigens, jedes Papier hat auch einen anderen Hintergrund. Finde ich relativ cool. So. Gib mal her, du Honk. Und davon dann noch eins. Und die muss ich jetzt alle abgeben. Das wird ein Spaß, du. Okay. Auf ins Museum! Ich renne jetzt und bin so excited.
Bam, 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 bam. Ich denke mal, ich werde so viele Folgen machen, bis das Animal Crossing New Leaf rauskommt. Das werde ich mir dann für mein 3DS zulegen. Ich gehe mal irgendwo hin und kaufe mir das einfach. Ja, und dann, ne, wird das hier dann beendet und dann starte ich mal einfach New Leaf. Ne? Einfach so als kleinen Kompromiss. Ich beende die Folge auch gleich mal, denn ich denke, ich habe dann schon genug aufgenommen, also von der Zeit her. So, kannst du mal bitte alle markieren? Geht das denn nicht? Ey, ich finde das total scheiße von dir, dass du nicht alle markieren kannst. Ich will alle verschicken. Darf ich jetzt alle einzeln aussuchen? Oh. Och nö, ey. Das ist doof. Noch eine. 5 Minuten später. Oh, sie haben ja viel Post für mich. Wofür, für wem ist das denn? Für ihre heimliche Freundinnen? Oh, sie haben ja noch einen Brief für mich. Ist denn für mich was da drin? Oh, Unterwäsche. Warum verschicken sie denn Unterwäsche? Ich weiß es nicht. Ich habe die auf der Straße gefunden. Ich dachte, jemand gehört die. Jetzt schicke ich den einfach mal dem Bürgermeister zu. Vielleicht ist das ja seine Unterwäsche. Lol, das hat ja nur eine begrenzte Anzahl an Platz da drüben. Ich würde gerne 10 verschicken und nicht nur 5. Das ist doof. Ey, willst du mich verarschen oder so? Ich würde gerne noch einen verschicken. Hey, du kannst ihn einfach so abspeisen. Guck mal, wie traurig man jetzt ist. Lol. Ey, der ist cool. Guck mal, der haut gerade ab. Er holt die Post ab. Ein Postvogel. Kennt ihr den Klapperstorch? Ich glaube, das ist der. Oh, die Post ist weg. So, ich habe gerade den Postvogel von euch gesehen. Und ja, der hat gerade die Post mitgenommen. Und ich will einfach mal sagen, ich tue jetzt wieder alles voll tun. Ja, und dann kommt er gleich wieder. Okay, ich habe doch nichts mehr. Tut mir leid. Sorry fürs Nerven, aber ich bin jetzt wieder hier draußen. So, hier tue ich jetzt ein bisschen mit Stein rumwerfen und dann fühle ich mich toll. Ja, Leute, ich hoffe mal, die Folge hat euch wieder so ein bisschen gefallen. Wir haben zwar wieder irgendwie rein gar nichts gemacht, aber Animal Crossing ist halt leicht irgendwie gleich. Und naja, vielleicht tun wir ja mal ein bisschen mehr in der anderen Folge dann erleben. Ne, mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber die war dann halt relativ gleich wie die andere. Ist ja egal. Ich verabschiede mich jetzt und ich sage bye bye. Tschüss.